So. Schau mal, wo muss ich hin? Ach, Gott sei Dank muss ich nicht weit. Ich dachte schon, wir müssen wieder an irgendeiner anderen Stelle hin. Das wäre mal was, ne? Scav Mora. Heldenmission. Na, wie gesagt, Heldenmission brauche ich sowieso nicht. Oder beziehungsweise mache ich nicht. Obwohl man mir gesagt hat, danke daran, German Trash, dass die halt alle H4 wurden auf H2 runtergeballert. Und da kann eigentlich jeder die Dinger machen. Ja. Gab es halt viele Änderungen, seitdem ich wirklich ernsthaft das Spiel gespielt habe. So, die verlassene Fabrik, das ist, glaube ich, eine Untersektion, ja, ja. Eine Untersektion von dem Ganzen hier. Moment mal. Ist das wirklich die eine Quest? Weil ich erinnere mich nämlich an zwei Quests. Eine Quest mit irgendeinem lustigen Hirn? Nein, nicht Hirn. Auf jeden Fall irgendeine Quest mit einem Typen mit Wissen. War es? Und dann halt noch eine Quest mit... Und dann diese Quest. Weil ich glaube nämlich... Das waren nämlich zwei verschiedene Sachen hier. Upp. Bam. Ja, ich glaube, das ist die eine Quest. Wie gesagt... Yep. Das ist nicht die Quest, von der ich gerade die ganze Zeit so verwirrt rede. Das ist nämlich die eine andere Quest. Kann sein, dass dann die Heldenmission eine Quest war, die ich meinte. Weil es gibt nämlich eine Quest, ich glaube, die war sogar auf Nashadar hier, wo man eindringen muss und dann erfährt, bis man ein Schild deaktivieren muss von... Und damit ist irgend so ein... Viech. Und da kann man entscheiden, lasst man ihn am Leben und nährt das Wissen von ihm und nutzt es dann oder man tötet es. Ich bin gerade nicht mehr sicher, welche Quest das war. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Ding überhaupt hier auf Nashadar war. Wisst ihr was? Wir gucken gleich mal die Helden-Dings an. Ich vermute, das Ding war's. Nein, das war der. Witzige Viecher. Oh, der Ewigkeitsmotor. Boom. Immer schön draufhauen. Nice. So, schauen wir mal. Wir müssen einmal nach rechts. Boink. Einmal schreien, einmal würgen. Und einmal fausten. Fausten. Okay. Ich denke mal wieder ein etwas anderes. Lol. Naja. Naja, na rankam. Kala ama nani mami. Lebig bak. Bin ganaya nugan. El genim naya lak unan mege. Mem amgab kugab. Kramanik. Umka kiga mayamak. Nakag agib. Kik benabab. Nea agam beragaki. Kam inu nemuk. Naja naya agam memnik miraka. Beraka karam kara. Ninyamak oramal yang megik. Miraka kemyam amgam nemnu. Namgam bak unaki jak. Okay. Es geht alles mit dem Motor. Die Toten werden da wieder zurückgebracht. Der Motor nährt sich. Jedes Neugeborene geht zum Motor.
Und wird damit geweiht, also. Blut ist nicht rot, es ist schwarz. Motoröl. In dem Sinne, oder Benzin. Ah ja, da erinnert mich gerade an ein Lied von Rammstein, Benzin. Moment, wo muss ich hin? Ich glaube, wir müssen einmal nach oben. Einmal nach oben und schauen wir mal. Okay, da sind die Typen. Ich möchte aber erstmal das Pad und alles dann machen. Das ist alles eine Aufzeichnung, ne? Boing. Die Knochen der Vorfahren. Wie Amun, Tirami Nikapula Kemgam. Naya Narankam. Kala Ama Nani Mami. Lebig Bak. Kala Jiwa Nimok. Epemgam Nyama Naya Aikam. Tukagi Nepaninu. Amkam Bina Bek Nemu Kemgam. Kamperem ganyam bajiyam. Maniki kumbukam. Kamane mega nagaka. Manelak lakri nabi nekkemraka. Oh. Sieh mal einer an. Beschützt das Erbe. Und ich bin derjenige, der kommt. Also. Werdet ihr gegen mich oder seid ihr mit mir? Schauen wir mal. Das ist also der Ewigkeitsmotor, hm? Geni Benak, Genera Kepam Nahum, Beraka Karam Kara, Ninyamak, Oramag, Yang Megik. Und ihr solltet tot sein. Revan hat euch vor Jahrhunderten hierher gebracht. Wie kommt es, dass ihr noch lebt? Kala Jiwa Nimok, Ebemgam Nyama, Naya Aigam, Yang Perluamka, Kalima Naya Kira, Nebua Ribok. Naya Narankam, Kala Ama Nani Mami, Lebig Bak. Bam. So, dann nehme ich ihn. Das Ding ist einfach nur grandios. Eine solche Macht gehört in die Hände des Imperiums. Tretet beiseite. Nulilak Apa Jam Kamgram. Amka Nem Nang Nemua Inuk, Manub Meraka Naja, Kinamabam, Yak Manala. Gagi ne paninu am Kambina begnemu kemgram. Ha, was soll ich sagen, Grinse Katze? Das Imperium wartet nicht. Ich gehe nicht ohne diese Maschine. Meraka kemyam amgam nemnu. Namgam pak unaki jak. Tja, ihr werdet's nicht erlauben. Tja, Pech gehabt dann. Dann sterbt. So, du lebst noch und du machst den Scheiß nicht, ja? Ach, der Typ lebt noch, hä? Bam. So, dann nehmen wir das dicke Ding. So, jetzt soll ich zu Colvin zurück, hä? Schau ich gerade mal, Imperiale Sonneneinsatzzentrum. Gut, gut. Ach, ich erinnere mich gerade wieder. Moment. Genau, Netzzugriff Schattenstadt. Da müssen wir hin. Da ist diese eine Quest, die ich die ganze Zeit mich gefragt habe, wo ist die? Hier ist das Geheimnis, welches Darth Revan in diesem Komplex vor uns verborgen hat. Man kann die Energie förmlich spüren. Was ist das? Eine Art Gerät? Viel mehr als das. Ich habe diese Maschine bei den Nachkommen von Revans fremdartigen Sklaven gefunden. Sie hat alles hergestellt, was sie benötigten. Einschließlich dieser unmöglichen Attentäter-Droiden und Geschütze, vermute ich. Diese Nachkommen von Revans Sklaven, die ihr erwähntet, sind die Fremdlinge noch am Leben? Ah. Nicht die, die mir begegnet sind. Ich habe sie vernichtet. Also schön.
Ich bezweifle, dass sie für uns von Nutzen gewesen wären. Der Imperator wird erfreut sein. Ihr habt lobenswerte Arbeit geleistet. Ich werde diese Maschine auf Drom und Kaas untersuchen lassen. Mit etwas Glück können wir sie zu unserem Vorteil einsetzen. Viel Spaß damit. Ich denke, sie wird sehr viele Geheimnisse offenbaren. Welch ansteckender Enthusiasmus. Ich habe gerade ein Hilfegesuch von meinem Kollegen Major Damarus in Netzzugriff erhalten. Falls ihr dorthin unterwegs seid, könnte er euch brauchen. Ah, seht ihr? Das meine ich damit. Netzzugriff, da müssen wir hin. So, aber jetzt müssen wir zurück zur Basis. Und ich habe nochmal Cooldown auf das Ding. Das heißt, wir müssen langsam aber sicher dahin gleiten. Fliegen wir dann halt mit dem Ding. Stimhändler, hm? So. Ich habe niemals nach oben geschaut eigentlich. Es gibt kein Entkommen, Stahl. Es gibt nur Stahl, Leute. Okay, Sith Maurer Level 40, auch nicht schlecht, oder? Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. So, Notruf, da gehen wir hin. Einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Einen sicheren Aufenthalt. Ich habe definitiv einen sicheren Aufenthalt. Ich weiß nicht, ob meine Gegner den haben. Ich erinnere mich gerade, ich habe von Wett das Schockhalsband entfernt. Hm. Naja. Wie, wir fliegen. Die Ruhe. Mann, fliegen wieder. Nein, flieg nicht gegen die Wand, Dude. Ach, da muss man. War wirklich geil gewesen, wenn die ganzen Raumschiffkämpfe wirklich nicht, Ich habe nicht jetzt gespielt. Ich weiß nicht, wie jetzt ist, aber früher war es zumindest Rail-Shooter. Ich hoffe, die haben die dann Klimsen daran was geändert. Wenn nicht, dann na, Pech gehabt. Na, trotzdem ein schönes Minigame. So, hier lang. Notruf. Bin da. Alle laufen weg, ne? Wie, ihr greift mich an? Ihr wagt es? Boink. Hier, wirk dich mal. Twitch. Wie, der lebt noch? Oh nein. Sie ist tot. Mein Love Interest ist tot. Mein Gott. Ups. Offensichtlich hat euch Darth Barras nicht genau darüber informiert, mit wem ihr es zu tun bekommt. Diese Demonstration sollte dieses Manko beheben. Ihr wollt Agent Delocon. Ihr wollt mich. Ich werde nicht mehr schwer zu finden sein. Ich bin auf dem Dach der Satellitenplattform beim Netzzugriff. Wenn ihr es wagt, aufzutauchen, garantiere ich euch ein Duell auf Leben und Tod. Fühlt euch geehrt. Ha, er ist ein Narr, wenn er glaubt, dass wir in einen so offensichtlichen Hinterhalt hineintappen, oder? Ha, Memme. Du kannst ja zurückbleiben und dich verstecken, wenn du Angst hast. Keine Angst. Ich bin nur nicht scharf darauf, ohne Plan in den sicheren Untergang zu steuern. In Ordnung, dann sehen wir mal, was uns erwartet. Was für ein sicherer Untergang. Mit mir an der Seite gibt es nur den Sieg.
Und ein Blutbad. Definitiv ein Blutbad. So, Netzzugriff, das heißt für mich... Moment, ich glaube, na, kann ich nicht, war klar. Okay, weiter geht's mit dem Netzzugriff. Zum Beispiel diese Szene war mir nicht mehr geläufig. Aber ich finde auch die Story-Quest hier mit dem Inquisitor ziemlich genial. Willkommen. Ah, na, das ist was ganz anderes. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. So, jetzt müssen wir mal hinfliegen, das dauert auch wieder lange. Wie es aussieht, wären wir sogar Level 31. Bam. Ha. Auch nicht schlecht. Na, ja, das sind die zwei letzten Quests wahrscheinlich, die wir auf Nashana machen müssen. Gut, gut. Ich glaube, der nächste Planet ist Alderaan, wenn ich mich nicht irre. Aber sicher bin ich mir auch wieder nicht. Was ist das denn? VIP-Launch. Ach so, naja. Wie viel dazu? 50.000, bam. Gebe ich definitiv jetzt momentan nicht aus. Um das Ganze zu erweitern. Moment, wann gibt es ein 33? Okay. So, der Netzzugriff. Nashadar ist das technologische Herz der Galaxis und beherbergt auch den Netzzugriff, eine wichtige Schnittstelle des Holonetzes, in dem alle Holonetzaktivitäten von Nashadar und ein Großteil des Huttenraums verwaltet werden. Upp. Na dann. Dann müssen wir als Imperiale uns einen Zugriff verschaffen. Ich kann nur sagen, Horchposten. Ich höre. So, schauen wir mal kurz hier. Überfall aufs Datenzentrum, das geht dahin. Dann sollte ich vielleicht diesen Weg fahren. Und da ist das Duell, das Ende eines Sith Lords. Okay, wir machen wie gesagt erstmal die Quest hier. Ach, beziehungsweise das ist die Basis. Ach. Wie Kabura der Hutte. Einen Moment bitte. Major Damarus vom Kriegsministerium. Ich brauche eure Talente für eine sehr dringende Mission. Ihr habt mir nichts zu sagen, Major. Ich bin ein Sith. Ich unterstehe euch nicht, Major. Dies ist mein Partner, Kabura der Hutte. Sein Kartell leitet den Netzzugriffsektor, das Herzstück des gesamten galaktischen Holonetzes. Die imperiale Sicherheit steht auf dem Spiel. Es ist technisch unmöglich, die Abwehr der Hutten zu durchbrechen und so viel Kontrolle zu erlangen. Ihr müsst der Sache auf den Grund gehen, und zwar unverzüglich. Ha, ist das etwa alles? Ich soll der Sache nur auf den Grund gehen? Nein, wenn es in eurer Macht steht, sollt ihr die Bedrohung außerdem so schnell wie möglich beseitigen. Durch eure Fähigkeiten seid ihr die ideale Person, um die Sache zu übernehmen. Es ist so gut wie unmöglich, ins Datenzentrum zu gelangen. Im Netzzugriff gibt es eine Reihe von gut bewachten Konsolen. Jede besitzt einen eigenen, zeitlich begrenzten Code. Beschafft sie euch alle und eilt dann zum Datenzentrum. Wenn ihr das Datenzentrum-Zugangsterminal mit allen Codes erreicht habt, melden wir uns mit weiteren Anweisungen. Verstanden? Alles klar. Die Codes beschaffen, die Konsolen zerlegen, mich bei euch melden, wenn ich dort bin. Viel Erfolg. Mann, ich mag den Typen nicht. Darf ich nicht einen Würgegriff einsetzen, um ihn mal auf seinen Platz zu verweisen? Wäre natürlich ein bisschen spaßiger. Aber na. So. Also, wir müssen dahin. Ah, wir müssen wahrscheinlich die ganze Zeit hier hin und her, hin und her.
Okidoki. Dann machen wir das doch mal. Upp, da ist ein Quest. Nein, den mache ich nicht. Alle Quests, die so ein Datenterminal haben, das sind alles Quests, die mich nicht interessieren. Okay. Apihan. Funktioniert also nichts mehr. Habe ich gerade Hehan gesagt? Lol. Okay. Twitch, Twitch. Yeah. Habt ihr gesehen, wie er mit dem Kopf... Bam. Er steht halt auf die Musik der Zerstörung. So, 3 Zugangscodes brauchen wir jetzt. Gut, dass sie mehr oder minder auf dem Weg sind, ne? Boom. Ach stopp, da muss man. Ich sehe euch, ihr kleinen Druiden. Ah, ein lächerlicher kleiner Wartungsdruide. Gut, wir haben die Zugangscodes und lasst uns dann mal weitergehen. So. Jump, jump. Na los doch. Druiden brauchen Schmerzen. Nee. Also die letzte ist nämlich um die Ecke jetzt. Bip, bip. Sagt der kleine Druide. So, wo muss ich jetzt hin? In die Ecke da unten. Hui. Das Wasser hier unten sieht ja aber richtig ölig aus.